Es macht jetzt in der Szenerie und in der Situation, die auch jetzt emotional sehr dominiert wird, was die Präsidentenwahlen anbelangt, gar keinen Sinn. Und wäre eine weitere Belastung sozusagen jetzt des Klimas. Und wir wollen einen anderen Weg gehen, nämlich Österreicherinnen und Österreichern zu beweisen, dass man sehr wohl gemeinsam was weiterbringen kann, auch wenn die Problemlage nicht einfach ist. Aber das heißt, wählen 2018 und nicht, wenn Sie sagen, nur im Bundespräsidentschaftswahlkampf, das ist ein bisschen, das ist jetzt nicht mehr lang. Quasi. Sie haben mich gefragt, ob es Neuwahlen gibt. Genau. Und ich habe Ihnen gesagt, es gibt keine Neuwahlen und wir haben auch nicht die Absicht dazu, sondern wollen gemeinsam arbeiten. Und das ist eigentlich im Regierungsprogramm definiert und ein paar Konkretisierungen und auch jetzt Adaptierungen, weil es eine neue Problemlage gibt, werden wir machen. Und dann wird sich das ergeben. Entweder das, was wir gemeinsam sagen, nehme ich an, dass auch der neue Bundeskanzler was Ähnliches sagen wird oder schon teilweise in der Pressekonferenz gesagt wird. Und dann wird man sehen, in Richtung auch jetzt Wählerinnen und Wähler, ob das, was wir sagen, eine leere Versprechung ist, was ich nicht annehme, sondern Realität.